Servus Leute, ja, etwas ist es her, dass ich ein Video gemacht habe, aber ich hatte die letzte Zeit einfach zu viel Stress vor meinem Urlaub. Jetzt habe ich Urlaub und Gott sei Dank habe ich jetzt endlich mal wieder Zeit, schön gemütlich zu lesen und auch ein Video für euch zu machen. Ja, das wird auch wieder so ein Neuzugänge Lesemonat Mischmasch. Aber eben ein schönes Unpacking von meinen Neuzugängen. Und da sind ein paar Bücher dabei. Auf die habe ich mich ganz besonders gefreut. Und da hoffe ich, da komme ich dazu, die in meinem Urlaub zu lesen, beziehungsweise mit einigen Reihen zu beginnen, die da, glaube ich, auch zweite Teile dabei sind schon. Obwohl ich die ersten Teile noch nicht gelesen habe. Na ja, gut. Ich mach mal das erste Paket auf, und zwar ist das die dringend erwartete Lieferung vom Sternensand Verlag. Und vielleicht könnt ihr euch denken, da sind ein paar richtige Schätze drin dabei, auf die ich wirklich schon länger als gewollt gewartet habe. Sommerzeit ist Lesezeit. Ach ja. Herzliche Grüße von der Hüterin der Sterne. schöne Grüße an dich, Fanny. Und da haben wir auch schon ein richtig geiles Cover von der Fanny Bechert, ihrem Buch von Elezra, Asche und Schnee. Oh, wieder wahnsinnig tolles Cover. Bin mal gespannt. Oh. Von der Stefanie Scheurich, Sunny. Von Deceptive City. Das ist auch ein wirklich, wirklich schönes Cover. Obwohl ich ja eigentlich Cover mit so Porträts, mit Gesichtern nicht so toll finde. Von der Nicole Schumacher, Jägernacht. Das ist auch ein cooles Cover. Von Miriam Rademacher, Benji Levy, Seelensorge für Debütanten. Das ist der ganz neueste Teil. Haben wir hier noch ganz viele tolle Lesezeichen, wie ihr seht. Das bekommt man nämlich auch immer, richtig, richtig geile Lesezeichen, wenn man beim Sternensand Verlag direkt bestellt und das Ganze nicht über Amazon und so macht. Ne? Ist immer eigentlich besser, man bestellt beim Sternensand Verlag direkt, weil bleibt schlicht und ergreifend für den Verlag, denke ich mal, einfach mehr, weil die ganzen Gebühren, die ja Amazon verlangt, dann nicht anfallen, und so bekommt auch schlussendlich der Autor, denke ich mal, ein bisschen mehr ab, wenn man eben direkt beim Verlag bestellt. So, jetzt kommen wir gleich mal zu dem ersten Buch.
Das ist der zweite Teil von Jägernacht von Nicole Schumacher. Ein Tess Clarice Roman 2. Aus, wie gesagt, dem Stellensand Verlag. Was geht's da eigentlich? Das ist eine, ich glaube, das ist eine, ja, so Dämonenjägerin und so in New Orleans. Und da geht's ziemlich cool zur Sache, glaube ich. Ich muss das jetzt irgendwann ganz dringend mal beginnen, den ersten Teil zu lesen. Aber ich habe mir einfach mal prophylaktisch schon gleich den zweiten mitbestellt. Von dem her, ich habe den ersten ja schon irgendwo hier stehen. Von dem her, das musste auch unbedingt mal sein. Asche und Schnee, Elisra von der Fanny Bechert. Das ist der zweite Teil aus dieser Reihe. Und ich muss denn jetzt diese Reihe, ich muss Elisra endlich mal anfangen. Ich bin nämlich schon so gespannt auf diese Protagonistin. Ich kann vielleicht mal ein Bild von der lieben Fanny hier einblenden. Irgendwo. Die hat auf der Leipziger Buchmesse diesen Charakter aus ihrem Buch gecosplayed. Und es sah mit Verlaub ziemlich heiß aus. Die Autorin ist auch eine sehr, sehr schnuggelige Frau. Dann als nächstes kommen wir, und das ist auch ein ganz schöner Klopper, muss ich schon sagen, dem Buch von Stefanie Scheurich, zu Sunny, Deceptive City, aus dem auch natürlich Stellensand Verlag. Und ich bin da auch echt mal drauf gespannt, wie das in diese, wie das da reinpasst. Die 17-jährige Susanna hat alles außer echten Problemen. Als Mitglied einer privilegierten Gesellschaft, die ihr perfektes Leben in einer Stadt hinter schützenden Mauern führt, gleicht ihr Dasein einem Hauptgewinn. Nur ist ihr gar nicht bewusst, wie viel Glück sie tatsächlich hat. Nachdem ihr Bruder jedoch eines Tages spurlos verschwindet, setzt sie alles daran, ihn zu finden und stößt dabei auf Wahrheiten, die ihr den Boden unter den Füßen wegreißen. Sunny ist das Prequel zur Deceptive City und die Antwort auf die Frage, wer ist Susie wirklich? Da gibt es nämlich, wie gesagt, dieses Deceptive City. Deceptive City. Diese Reihe auch von Stefanie Scheurich. Und das ist ein Prequel dazu. Ja. Cool. Und ich glaube, der nächste Teil von dieser Hauptreihe, der kommt nämlich auch bald raus. Und ich muss da auch unbedingt mal ran und das lesen. Und jetzt, kommen wir meinem Highlight sozusagen von dieser Bestellung. Und zwar ist es von Miriam Rademacher, Benji Levy, Seelensorge für Debütanten. Ich habe mich auf das Buch auch schon unheimlich gefreut. Und ich habe auch das signiert. Heute beginnt eine neue Ära auf Schloss Harrowmont. Tritt ein, alle warten auf dich. Signiert.
Ja, denn man kann beim, wenn man beim Sternenzahn Verlag direkt bestellt, natürlich diese, was heißt natürlich, aber man kann diese Bücher signiert bekommen. Also alle. Ne? Ja, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt und je nachdem. Aber das seht ihr auf der Seite angezeigt. Ich verlinke euch das, also die Seite mal unten. Ja, das ist jetzt der vierte Teil dieser wundervollen Banshee Levy Reihe. Ja, das handelt von Olivia, der Banshee. Ja, das ist so eine Art Schutzgeist. Und der beschützt die Familie Horrormore eben auf dem Schloss Horrormore. Sie kann sich eigentlich, also eine Banshee, dieser Schutzgeist, der kann entweder jammern und dann hört man die, oder sie kann sich zeigen, so und dann kann man sie aber nicht hören. Also sie kann da sich nicht mitteilen, was jetzt für schreckliche Sachen passieren, ein Unfall oder irgendwo so. Sie kann nur mit ihrem mit ihrem Jammern oder mit dem Erscheinen warnen, so, jetzt passiert irgendwas in Kürze. Ne? Und die Bücher sind an sich, die Stories, glaube ich, immer eigenständig. Ich würde trotzdem, also ihr könnt auch zwischendrin einsteigen, das ist dann nicht ganz so wild, weil die Geschichten für sich selber stehen. Ich empfehle trotzdem, mit dem ersten Teil zu beginnen, und weil es zieht sich doch so ein kleiner roter Faden durch die Geschichten. Ein einziges Pokerblatt verändert das Leben auf Schloss Horrormore. Hilflos müssen Walt und Livy mit ansehen, wie sich der Südflügel in ein Heim für ruhelose Seelen verwandelt. Verantwortlich für diese unerwünschte Entwicklung scheint ihnen die junge Zeitreisende Allison zu sein. Und so setzt Livy alles daran, sowohl den neuen Mitbewohnern als auch dem jüngsten Spross der Horrormores ihre Geheimnisse zu entreißen. Ist sehr, sehr cooler Klappentext und sehr gut geschrieben. Auch eben der Klappentext, ohne dass er jetzt wirklich groß was spoilert, eben aus den vorherigen Teilen. Das ist cool. Aber ich glaube, es ist wirklich zu empfehlen, das wirklich als viertes zu lesen, trotz allem. Ich freue mich schon drauf, ich freue mich wirklich riesig drauf, weil ich habe die anderen, ich glaube, ich habe den ersten Teil mit 14 Punkten von 15 möglichen bewertet und den Teil 2 und Teil 3 mit 15 Punkten, also mehr geht mir bei meiner Bewertung nicht. Eigentlich. Außer ich würde so ein Buch over the top setzen. Aber das ist so selten. Mal gucken. Ich freue mich riesig drauf und ich hoffe auch, dass es bald wieder weitergeht. Aber naja, dauert halt immer, bis so ein Buch geschrieben ist. Und dann diesmal das einzige wirkliche Buch, also das Rampenlicht ziehen. Ja, ich
habe es in meinem letzten Video schon mal ganz kurz angeteasert. Und zwar aus der Schattenjägerwelt die dunklen Mächte. Das ist, glaube ich, das ist der dritte Teil. Queen of Air and Darkness von Cassandra Clare aus der Reihe Die dunklen Mächte. Und jetzt mal ernsthaft, ist das ein geiles Cover. Boah, Wahnsinn. Ich lese euch einfach mal den Klappentext vor, falls ihr nicht gespoilert werden wollt, hört einfach weg. In einer Welt dunkler Geheimnisse ist Verdammnis der Preis für wahre Liebe. Die Gemeinschaft der Schattenjäger steht kurz vor einem Bürgerkrieg. Unversöhnlicher Hass erfüllt die einzelnen Gruppen und auf den Stufen des Ratssaals ist unschuldiges Blut vergossen worden. Auch die Blackthorns haben einen schrecklichen Verlust erlitten. In tiefer Trauer flieht die Familie nach Los Angeles. Nur Julian und Emma machen sich auf den Weg ins Feenreich. Trotz der Gefahren, die der Fluch ihrer verbotenen Liebe mit sich bringt, wollen sie dort das schwarze Buch der Toten wieder beschaffen. Stattdessen entdecken sie ein Geheimnis so dunkel und gefährlich, dass es die gesamte Unterwelt zu vernichten droht. Ach Gott, das überragende Finale der großartigen Bestseller-Trilogie Die dunklen Mächte. Ach, jetzt ist das Ende der Trilogie. Ach Gott. Ach, ohne Witz. Also Die dunklen Mächte ist mit Abstand, wie ich finde, die beste Trilogie-Reihe, also Reihe, Trilogie, whatever, also Geschichtenfolge aus der Welt der Schattenjäger. Die Chroniken der Unterwelt, die Chroniken der Schattenjäger, die ganzen einzelnen Prequels, die es da noch gibt, alle echt toll, aber das, die Geschichte, die haut mich immer wieder voll aus den Socken, weil ich finde die so geil und ich mag diese Charaktere und ich mag vor allem diese Emma so gern. Das ist so ein cooler Charakter. Der Hammer. Das ist richtig cool. Das sind meine Neuzugänge. Und was habe ich jetzt nur im Juni gelesen? Nicht wirklich. Ich habe aber tatsächlich meine, ich muss es unbedingt mal wieder mir reinziehen. Ich war über Jahre hinweg jetzt nicht fertig irgendwie mit Twilight, ja, Zwielicht, mit den Biss-Romanen. Und so habe ich im letzten Monat angefangen, ich glaube sogar schon im Mai, oder? Ende Mai, mit angefangen, die Biss-Romane mir als Hörbücher reinzuziehen. Das war für mich der beste Weg jetzt, weil, wie gesagt, ich war die letzte Zeit jetzt vor meinem Urlaub so im Stress arbeitmäßig und überhaupt. Und da war ich oft schlicht froh, abends dann ganz gechillt mir die Hörbücher reinziehen zu können. Oh, und so habe ich mir jetzt alle vier gegeben, bin da auch, wann war ich fertig? Gestern? und habe endlich mal
ja, irgendwie für mich abschließen können mit den Biss-Romanen. Ich war damals wahnsinnig begeistert von diesen Romanen von Stephanie Meyers. Und jetzt so im Nachhinein mir die mal wieder anzuhören, war echt toll, war super. Ich finde die immer noch cool, die Geschichte um Bella und um die Cullens. Aber was ich wirklich festgestellt habe, es ist manchmal schon sehr, sehr schnulzig so und überromantisiert geschrieben. Es ist, glaube ich, so gewollt, sonst hätte es nicht so gemacht. Ich glaube, das ist... Es ist deswegen so geschrieben, weil Stephanie Meyer diese Anziehungskraft dieser Vampire deutlich darstellen wollte. Deswegen hat sie das so überromantisiert und über... Ich bin total verfallen diesem Edward und so. Ne? Und ich glaube, das war der Grund. Es ist aber deswegen ab und zu mal, wenn du es liest, so, beziehungsweise dann hörst, ich glaube, beim Hören kommt es sogar noch ein bisschen deutlicher raus. Es ist schon manchmal ganz schön harter Tobak, es ist übertrieben, aber es ist schon, da musst du schon manchmal ganz schön durchschnaufen. Das ist so geradezu noch die Grenze des Erträglichen so von Kerl. Ich weiß nicht, wie das für Frauen sich das so darstellt, ob die da ein bisschen mehr diese Überromantisierung gut finden. Aber für mich ist es hart an der Grenze. Die habe ich mir reingezogen und ich freue mich wahnsinnig, mir gerade und die anderen Neuzugänge, beziehungsweise ich habe hier auch noch ganz viele auf meinem Sub, die ich unbedingt lesen will. Ganz viele aus dem Sternensand Verlag. Verzeiht mir, wenn ich nicht dazugekommen bin, aber manchmal musst du halt einfach, kannst nur das lesen, auf das du wirklich Bock drauf hast, und dann nur dann taugt es dir auch wirklich, wenn du dann das ist ja mit ein Grund, warum ich keine Rätsel-Exemplare irgendwie mag. Weil ich eben immer nur das lese, wo ich auch gerade Bock drauf habe. Und genau, wenn ich mich jetzt dazu zwingen würde, irgendein Buch zu lesen, ich muss das jetzt unbedingt lesen, dann glaube ich, könnte ich es nicht genug würdigen. Deswegen, wie gesagt, lese ich nur das, auf das ich gerade Bock habe. Boah, okay. Tolle Neuzugänge, finde ich. Und in diesem Sinne, lest mal wieder was. Ciao. Und bis bald. Auf Wiedersehen.